Jo Leute, wieder am Start im Aram. Heute mit Massi. Richtig geil hier drin, wenn die Gegner das haben, was wir schnell töten können. Wir schauen mal kurz nach. Ich habe es jetzt gerade noch gar nicht gesehen. So, Kha'Zix, Soraka, Hecarim, Akali Brand. Paar Opfer dabei. Und zwar mal schnell einen Überblick zu haben. Bei jedem vierten aufeinanderfolgenden Angriff wird Master Yi doppelt zuschlagen. Der zweite Schlag verursacht 50% Schaden. Die kommen bestimmt gleich hier rein. Und unser Q-Spell. Unser Q-Spell ist am Anfang sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Da haben wir natürlich gleich mal einen abgezogen gekriegt. Und zwar unser Q-Spell. Master Yi teleportiert sich um bis zu 4 Gegner zu treffen, an denen er jeweils 60 plus den normalen Schaden verursacht und 100 Schaden zusätzlich an Monster und Vasallen. Eröffnungsschlag kann grittig treffen, verursacht dann nochmal zusätzlichen Schaden, normale. Moment. Na, das war jetzt nicht so schön. Und normale Angriffe verringern die Abklingzeit von Eröffnungsschlag um 1 Sekunde. Hört sich doch sehr gut an. Auf W können wir uns heilen, wie ihr das jetzt mal sehen könnt. Hohe Abklingzeit am Anfang, aber wir stellen sehr viel Lebenspunkte wieder her. Diese Heilung wird pro 1% fehlendem Leben von Master Yi um 1% erhöht. Das ist doch sehr geil. So, probieren wir mal ein paar Minions abzukriegen. Ist mit Master Yi nicht ganz so schwer. Aber nicht dabei zu sterben ist auch nicht ganz so leicht. So, nicht ganz so schön, nicht ganz so schön. So, das ist unser W-Spell. Während der Konzentration kriegen wir auch 50% weniger Schaden. Und die Schadensregulierung, die Schadensverringerung ist gegenüber von Türmen nochmal halbiert. Ist aber nicht das Problem. Selbst von Türmen kriegen wir weniger Schaden, ist extrem geil. Und hier passiv kriegen wir 10% mehr Angriffsschaden, auch sehr, sehr nice. Und aktiv machen wir zusätzlich mit normalen Angriffen immer extra absoluten Schaden. Das heißt, absoluter Schaden geht durch und ignoriert einfach alle Rüstungen und Magieresistenzen, wie auch immer. Alles, was halt so da ist, ignoriert es einfach. Und das pro normalen Angriff, also das ist halt schon richtig geil. Dann geht halt unser, wenn wir das aktivieren, geht unser 10% passiver Bonus verloren, aber nur während es Abklingzeit hat. So, wie ihr seht, kriegen wir einiges an Minions, mit dem hier brauchen wir nicht dieses Item, um ein bisschen mehr Gold zu farmen. Und hier seht ihr das. Ne? Unser Wuju-Stil, der Angriffsschaden von Master Yi wieder erhöht ist, sobald hier keine Abklingzeit drauf ist. Allgemein sehr, sehr geil. Selbst für den Anfang sind 10% eine Menge. Wir versuchen einfach mal hier so ein bisschen. So. Immer schön cool am Anfang, weil das sehr, sehr viel Schaden raushaut und alle Ziele einfach ziemlich angreifbar sind, bis auf Hecarim später. Bis zu 4 Gegner treffen und dabei einfach nicht geschlagen werden können. So, da ist schon mal der erste wieder tot. Läuft. Ein Gegner wurde getötet. Wir haben natürlich auch noch Nidalee, ist klar, ne? Und Ashe und LeBlanc und Morgana. Also wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen. Und wieder einer tot. Dann heilen wir uns einfach mal kurz. Unser Team ist natürlich echt ziemlich krank.
So, den haben wir auch noch erwischt. Unsere Ulti, genau, unsere Ulti. Die haben wir natürlich auch noch. Sehr, sehr, sehr geiles Ding. Passiv Champion-Tötungen und Unterstützungen verringern die verbleibende Abklingzeit von Marcies Grundfähigkeiten um 70%. Das auf Passiv, das müsst ihr euch mal vorstellen. So, den töten wir einfach, werden wieder reinlaufen in den Turm. Weil wir es können. Läuft, also das ist echt, da haben wir dann... Hier probieren wir einfach noch das Gold abzustauben. Okay, ging nicht. So, und aktiv natürlich noch 25% Lauftempo, Angrifftempo um 30% erhöht und gewährt 10 Sekunden lang Immunität gegen alle Verlangsamungseffekte. Einfach nur geiles Ding. Und wenn es aktiv ist, verlängern Champion-Tötungen und Unterstützungen die Wirkungsdauer von Highlander. Um 4 Sekunden, also unsere Ulti geht umso länger, je mehr wir Leute töten. So, jetzt versuchen wir uns einfach mal zu heilen noch nebenbei. Okay, lief jetzt nicht ganz so gut, aber egal, so können wir schnell was einkaufen. Die Statikklinge ist sehr geil mit ihm. Wir fangen jetzt mal mit Angriffstempo noch schon an. Nee, wir gehen gleich auf viel mehr Schaden und... Aber ein paar normale Schuhe können wir uns natürlich noch holen. So, gleich geht's weiter. Am besten wir hauen... Na, wenn wir ein bisschen näher dran sind, können wir Ulti reinhauen und flashen uns einfach rein. Und wir haben nämlich diese Statikklinge. Oh, wenn unsere Leute jetzt ein bisschen mitmachen. Ja, sehr schön. Na. Und zwei sind schon tot. Und Nummer drei. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, ne? Die war fast tot. Jetzt. Ah, sehr schön. Haben wir leider keinen Assist gekriegt. Macht aber gar nichts. Und gleich wieder rein da in den Kampf. Der wird wahrscheinlich auch gleich sterben. Gut, noch nicht. Statikklinge ist ein sehr geiles Item. Kann ich euch dann auch gleich mal sagen, was es macht. Hier unser schöner Bogen ist natürlich klar. Spitzhacke. Bogen sieht aus wie ein Bogen, eigentlich wie so eine Armbrust. Auf jeden Fall 25% mehr Schaden. Kann man nehmen. Nehmen wir einfach mal mit. So, den töten wir jetzt einfach mal schnell. Läuft bei uns. So, jetzt haben wir auch schon wieder Ulti. Hier können wir sogar mal ein bisschen unter dem Turm kämpfen. Ist ja alles kein Problem für Marcie. Dann versuche ich als nächstes erstmal die Meditation hochzubringen, damit wir uns heilen können. Ah, die hat sich rausgeflecht. Nicht so schön. Haben wir leider ein bisschen Abklingzeit jetzt, weil wir nicht reingehen können einfach. So, der ist tot. Und das war zu viel für uns. Ja, was mein Team so richtig macht, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir das bessere Team, das stärkere, das würde ich definitiv behaupten. Aber komischerweise haben die unseren Turm fast kaputt und wir haben bei denen fast nichts. Ja, wir reißen das schon, wir schaffen das. So, Nummer 1. So, Nummer 2. Na, das war nicht so toll. Der hat sich einfach unsichtbar gemacht währenddessen. Das fand ich jetzt nicht so cool. Aber mein Team zieht auch nicht nach. Die bleiben einfach hinten stehen. Und gammeln vor sich hin. Voll daneben den Pfeil. Mit Marcie ist es einfach so, du gehst vor, rennst vor und rotzt einfach rein. Den sollten wir am besten jetzt einfach mal ignorieren, soweit es geht. Bevor wir den Bogen haben.
der 30% Rüstung ignoriert. Und ansonsten warten wir, bis die kommen zu uns. Der ist fast tot. Ich würde natürlich am liebsten dort reinrennen. Aber gegen alle zusammen können wir noch nicht so viel machen. Das ist noch nicht ausreichend. So, jetzt probieren wir den wegzumachen. Sehr schön. Also, jetzt heilen wir uns einfach und dann geht's gleich weiter. Ist alles, ist doch easy, easy mode. Also, der kann gern angehüpft kommen, wenn er will. So, dann ignorieren wir jetzt einfach mal den Damage hier. Und rennen rein. So, komm her. Wir schwappen dich einfach weg und dich hauen wir auch noch weg. Komm. So, und rein. Oh, das war natürlich dumm. Ich dachte, ich stehe schon im Busch. Ja. Da schreiben wir einfach mal. Wups. Ich hätte natürlich gern noch ein bisschen mehr Gold. 300 wäre schön. Wären wir jetzt nicht gestorben, hätten wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber so warten wir einfach. Kaufen uns noch nichts. Reicht ja, wie man sieht. Die kann doch nichts, Leute. Geht doch einfach rein in den Kampf. Ich weiß nicht, was ihr habt. So, Level 2. Und einfach mal rein. Aber unsere Leute kommen uns natürlich wieder nicht hinterher. Leute, macht mal Schaden, bitte. Schaden. Ey, ich kann das echt nicht verstehen. Ich fungiere schon als Opfer und nehme den ganzen Schaden immer auf mich. Und was machen die? Ach, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch nicht ganz so aggressiv spielen, aber ehrlich, wenn man Masse hier hat, dann rennt man halt rein und versucht einfach nur da drauf zu hauen. Nervt mich nicht. Jetzt habe ich natürlich auch das Falsche erstmal geskillt. Das ist natürlich auch toll. So, Lebensraub 5%. Natürlich jetzt nicht so viel. Jetzt braucht er auch nicht mehr reinrennen, Leute. Super. Ich muss einfach immer versuchen, hinten hinter die ganze Bande zu kommen und von hinten irgendwie die aufzureiben. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Da wir immer, wenn wir reingehen hier. So, der ist tot. Aber jetzt gehen wir natürlich erstmal das. Wenn wir nicht einfach nur reinrotzen, seht ihr, dass das auch mal besser funktionieren kann. Toll, jetzt haben wir unsere Ulti angeschmissen. Dann hat er uns einfach festgehalten. Und das ist doch manchmal echt so nervig. Kann ich kotzen. Ulti umsonst gemacht. 668 ist natürlich jetzt nicht so prall. Nur das liegt einfach daran, dass wir natürlich auch recht schnell tot sind, wenn wir nicht aufpassen und einfach spaßeshalber immer schön rein in die Massen. Natürlich, so, die versucht immer schön wieder in ihre Bubble zu kommen. So, jetzt bin ich aber... Das war jetzt unsere eigene Schuld. Das hier brauchen wir. Den letzten Atemzug. 40 Angriffsschaden und normaler Schaden ignoriert 35% der Rüstung des Ziels. Aber das hier nehmen wir auch. Das ist auch ein sehr schönes Item. Da die alle eigentlich keine Rüstungsextra haben. Bis auf Hekarim. Zwei Türme haben die bei uns kaputt. Zwei. Und wir haben keinen bei ihnen kaputt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Nilia 291.
Konnte dafür aber auch noch nicht wirklich was einkaufen gehen, wahrscheinlich. Naja, ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich weiß, dass die da drin ist. Ja Leute, anstatt mich zu pingen, könntet ihr ja mal mitmachen. Das wäre sehr nett. So, jetzt haben wir wenigstens mal den ersten Turm zerstört. So, der hier hat wahrscheinlich einen Disk. Und selbst wenn nicht, dann war vielleicht mal kurz AFK, wer weiß. Auf jeden Fall ist er dafür gestorben. Und der Rest wird auch noch dran glauben. Elf Unterstützungen, das ist jetzt alles nicht die Welt. Man könnte mit Marcy natürlich viel mehr erreichen. Aber... Junge, geh doch mal weg, Mensch. Wärst du in die andere Richtung gelaufen, hätte er wenigstens dich getötet. X8, ey, das ist echt erbärmlich. Wir verlieren. Wir haben die bessere Gruppe und wir kriegen nur auf den Sack, ey. Das... Also wir haben in der Theorie zumindest die besseren Champion. Aber wie man sieht, ist einfach, die Leute, die können nichts. Naja, gut, nichts können ist ein bisschen übertrieben für manche, aber manche können natürlich auch nicht so viel machen mit ihren Champions. Dennoch könnten sie eigentlich auch besser spielen, aber wir müssen den hier jetzt erst wegmachen. So, jetzt ist der auch weg. So, dann heilen wir uns noch. Die haben natürlich super Minions. Ah, das ist so nervig, ey, ehrlich. Oh, jetzt sind wir gleich wieder tot eventuell. Gegen zwei Leute kommen wir natürlich nicht so einfach an, oder? Nee. Die hat den einfach geheilt und dann war es das für uns. Dann versuchen wir einfach mal schön noch hier muss Geistklinge zu kriegen. Hat irgendjemand von den Rüstung gekauft, außer Hikarim? Nein, hat niemand Rüstung gekauft. Kritische Trefferchance 55%. Muss schon live gehen. Würde uns jetzt auch mal gut tun, aber... Ich kann nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. Das geht nicht. Wenn der Rest immer wieder hinten wegrennt. Immer nur wegrennt, wenn ich gerade reinrenne. Dann ist es kein Wunder, wieso wir hier verlieren. Kaum komme ich angerannt. Wo rennt der denn hin, die Nidli? Will der mich verarschen? Da unten ist der Gegner und nicht da vorne. Ich warte jetzt, bis ich das Geld zusammen habe, weil das nervt mich. Die machen ja eh nichts. Wenn ich da nochmal ankomme, dann... Dann ist vorbei. Weiß auch nicht. Ja, schön, geh vor. Ich warte, bis ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld habe. Sterben tun sie ja sowieso. Da sind die ersten zwei tot. Die ersten drei tot. Und da ist nur noch Ash am Start. Und schön für die. Fick dich, Mensch.
Da verlieren wir. Ich hab doch eins gedrückt. Ich hab das doch ausgelöst, Mensch. Sinnlos. Vielleicht kam ich auch auf dieses andere Zeichen neben der 1. Leute, geh doch mal rein. Geh doch mal in den Kampf. Das ist echt so mies. So mies, ey, ehrlich. Ich muss natürlich auch rankommen, aber... Also... Noch haben sie nicht gewonnen, aber gleich. Nächsten haben wir noch welche mitgenommen. Jetzt habe ich doch schon wieder eins gedrückt. Ach so. Leute, wie wär's, wenn ihr mit was macht und mit vorgeht? Nicht immer nur hinten rumstehen, immer sich wieder verpissen. Das ist doch kein Spiel. So kann man das doch nicht gewinnen. Am Anfang lagen wir sowas von vorn so schön. Und wieder vollkommen versemmelt den Pfeil. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch immer mal zu dämlich sind, was zu treffen. Wir haben das Ding vorhin aktiviert, bloß hat es eine extrem kurze Abklingzeit. 45 Sekunden. Ich dachte, das war mal länger. Umso besser für uns. Dann kaufen wir das die nächsten Male bestimmt auch mal eher. Noch ist nichts verloren, unser Inhibitor steht wieder. Wir versuchen unser Möglichstes. Unterm Turm kämpfen sollten wir natürlich nicht. Leute, nicht alle auf dem Haufen hocken. Das kann nur euer Todesurteil sein. So, wenn wir den Kampf jetzt verlieren, dann ist es vorbei. Wahrscheinlich. Aber so ein 5 gegen 5 verlieren wir ja anscheinend nur. Ich weiß auch nicht. Ich gehe da nicht wieder als Erster rein. Das könnt ihr aber vergessen, Leute. Weil die gehen immer alle auf mich und keiner zieht von mir nach. Das könnt ihr knicken. So, erster Tod. So, zweiter Tod, dritter Tod und vierter Tod. So sieht es aus, wenn man nicht als Erster rein muss und die Leute mitmachen. Dann kann man mit Master Yi auch was reißen, aber sonst... So, da müssen wir jetzt leider mal raus. Komm, wir müssen den Turm wegmachen, Leute. Leute, Turm, 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 Turm. Gut, dann habe ich den alleine zur Hälfte kaputt gemacht. Am besten, sie hätten ja eigentlich auch alle gleich wegrennen können, hätten sie gewollt, aber lieber... keine Ahnung. Gut, ein Item bräuchten wir noch, oder eins können wir noch kaufen. Alle Beeinträchtigungen, wir haben jetzt erstmal eh nicht genug Geld, oder? Aber das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Es könnte dennoch gleich vorbei sein. 13, 13, 17, also da schreibt der Yi being Yi. So besonders prall ist unsere Stadt jetzt echt nicht. Aber hey. So, los, komm, ich brauche Abklingzeitverringerung. Tötet sie, Leute. Die haben unsere Nexus in so Beschlag. Sehr schön. Fast alle angehackt. Ash ist auch sehr, sehr gut. Habt ihr in meinem Let's Play Nummer 3 gesehen? Haben wir auch mit Ash gespielt. Und hier kaufen wir einfach mal das hier noch. Sehr schön, drei Leute von uns noch am Leben und alle Gegner tot. Manchmal muss man sich halt auch selbst opfern dafür.
Aber dennoch, unser Team war echt viel lange Zeit einfach zu passiv. Und naja, noch ist nichts gewonnen. Immerhin haben die alle unsere Türme weggemacht. Und für einen Angriff, wenn ein einziger Angriff kommt, dann ist das Spiel auch vorbei für uns. So, wir warten auf den Engage von denen wahrscheinlich. Beziehungsweise der ist fast tot. Das ist sehr schön. Ich habe den doch erwischt. Wie kann der denn keinen Schaden gekriegt haben? So, und hier rein und rein. Ach, schade, er hat uns festgehalten. Da hätten wir natürlich jetzt gutes Item gebrauchen können, aber dafür haben wir ja den Rest unseres Teams. Die erledigen das. Und somit wird das Spiel wahrscheinlich auch gleich für uns gewonnen sein. Natürlich nehmen die uns größtenteils als Fokus Nummer 1, sobald wir in der Nähe sind, weil wir einfach verdammt viel Schaden raus haben. Der steht ziemlich schlecht. Aber und er hat sich auch umgebracht. Der wird jetzt leider sterben. Ein Turm, einen haben wir geschafft. Ey, das ist nichts. So, dann müssen wir mal auf unsere zwei Leute noch warten. Sonst ist das natürlich auch für uns gegessen. Leute, zieht euch mal zurück, bitte. So, den haben wir einfach mal weggeschnetzelt. Wow, da haben wir einfach alles abgekriegt. Das war natürlich auch sehr dämlich von uns, aber dennoch sind wir natürlich immer noch in der Übermacht. 3 gegen 2. Also jetzt haben wir endlich mal noch den Schleier. And no finish, please. Naja, gegen Brand. Mit so wenig Lebenspunkten eher unwahrscheinlich. Du musst nur die Minions noch wegmachen, Leute, dann geht es schon. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr nicht sterbt. Die geht von, von der Seite und dann rein. Ash kommt auch. Komm, Ash. Ulti, Ulti, Ulti. Oder so. Ja. Auch in Ordnung. Zwei Leute von den Gegnern wieder da. 28 Minuten geht das Spiel schon sau. Doch länger als ich dachte bei dem ganzen Rumhantiererei hier. Verfliegt die Zeit wie im Nichts. So, jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir nicht sterben. Wir wissen schon, dass wir hier drin sind. Oh Scheiße. Und das war's. Aus dem Hinterhalt. Und, oh, da haben wir einen kritischen gelandet. Das war ganz schnell. Ja, Marseille ist natürlich sehr, sehr stark. Keine Frage. Ist nicht ein ganz faires Spiel gewesen, aber eine Zeit lang haben sie es fast geschafft, uns zu besiegen. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!